Oh, das hat niemand erwartet. Letztes Jahr wurde verkündet, dass nach 20 Jahren mit der Jubiläumsstaffel Schluss mit DSDS ist. Der Jurychef Dieter Bohlen, 69, hatte angekündigt, dass er nicht länger Teil der beliebten Castingshow sein wird, doch für die aktuelle Staffel kehrte er zurück ans Jurypult. Und jetzt sorgt der Pop-Titan erneut für eine Überraschung, DSDS ist noch lange nicht vorbei. In der heutigen Live-Show verkündet Dieter voller Freude, dass es eine 21. Staffel geben wird. Aber das ist noch nicht alles. Für die kommende Staffel gibt es eine Neuerung, die Altersbegrenzung wird aufgehoben. Jeder ab 16 Jahren kann sich ab sofort bewerben. Dieter hat jahrelang für diese Änderung gekämpft. Die Reaktionen der Fans im Netz sind zwiegespalten. Einige denken, dass es ein April-Scherz ist, während andere die Verlängerung der Show begrüßen. Ein Fan kommentiert auf Twitter, April-Scherz, DSDS bekommt eine weitere Staffel. Ein anderer schreibt, DSDS macht weiter, warum? Weil man sonst keine Kandidaten für das Dschungelcamp zusammenbekommt. Doch es gibt auch viele Fans, die sich über die überraschende Verlängerung freuen und sagen, DSDS geht weiter. Juhu! Seid ihr bereit für die nächste Staffel von DSDS? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.